Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die kommenden Jahre und Jahrzehnte werden tiefgreifende Veränderungen gesellschaftlicher Natur mit sich bringen. Das spüren wir, denke ich, alle gemeinsam und sehr, sehr deutlich. Die globalisierte Welt stellt uns natürlich vor große Herausforderungen. Im Kern lässt sich das auf insgesamt drei Merkmale reduzieren. Weltweit werden die Menschen immer mobiler, die Lebenserwartung steigt und in der Folge teilen wir die Erde mit immer mehr Menschen. Vor allem von einem Faktor hängt der Erfolg oder eben der Misserfolg einer gelingenden und friedlichen Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten ab: eine gesunde und nachhaltige Umwelt und ein gutes Klima. Wir müssen es immerhin schaffen, bis zum Jahre 2050 10 Milliarden Menschen mit sauberer Luft, mit sauberem Trinkwasser und mit Nahrung zu versorgen. Gleichzeitig muss eine bedürfnisgerechte Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis setzen wir, wie ich meine, mit dem Haushalt des BMUB im Bereich der Umweltpolitik, dem Naturschutz, aber eben auch dem Baubereich richtige Impulse. Einige Beispiele. Allein für die internationale Klimaschutzinitiative stehen im Jahr 2017 rund 387 Millionen Euro zur Verfügung. Ab 2018 werden auch hier in diesem Bereich die Mittel noch aufwachsen. Mit rund 30 Millionen Euro wollen wir eine neue europäische Klimaschutzinitiative unterstützen. Mit diesem Geld wird gezielt auch eine engere Kooperation mit Osteuropa angestrebt. Mit 20 Millionen stärken wir ein Programm mit dem Namen Biologische Vielfalt. Besonders wichtig mit Blick auf die Herausforderungen auch der Globalisierung ist es, dass wir den Menschen in ihrer Heimat wieder eine Perspektive geben. Oft mangelt es an den Grundvoraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum, wie guten Straßen, sauberem Wasser und Möglichkeiten der Energiegewinnung. Mit der Exportinitiative grüner und nachhaltiger Umweltinfrastruktur leisten wir einen Beitrag dazu, dass diese Grundvoraussetzungen auch geschaffen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die beiden Trends einer älter werdenden Bevölkerung und der globalen Migrationsbewegung spüren wir in Deutschland derzeit wie kaum ein anderes Land. Vor wenigen Jahren haben Demografen einstimmig eine starke Annahme geäußert, die Bevölkerung in Deutschland verhalte sich sehr rückläufig. Dies hat sich zumindest in den Ballungsgebieten als Fehleinschätzung erwiesen. Deutschland ist ein attraktives Land, anders als es aufgrund der aktuellen Diskussion man denken könnte. Kommen nicht nur geflüchtete Menschen zu uns, wir sind inzwischen für junge und auch gebildete Eliten interessant geworden. Das liegt sicherlich auch an den Faktoren wie einer funktionierenden Infrastruktur, einer guten Gesundheitsvorsorge und einem allgemein hohen Lebensstandard, der uns immer alt und gesünder werden lässt. Mit dem Haushalt für das kommende Jahr antworten wir auf den Zuzug und die demografischen Veränderungen. Die dringendste Aufgabe hierbei ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Der Bund lässt 1,5 Milliarden Euro in die soziale Wohnraumförderung fließen. Der Bausektor nimmt deshalb gerade Fahrt auf. Ja, aber es ist richtig, ein Wermutstropfen ist dabei, dass nach wie vor zu wenig preisgünstiger Wohnraum in diesem Bereich geschaffen wird. Meine Damen und Herren, solche Entwicklungen können sozialer Sprengstoff werden. Es muss uns allen ein Anliegen sein, für kleine Einkommen, junge Familien und für Senioren Wohnraum zu schaffen. Sonst werden wir in einen Verteilungskampf geraten, der den Populisten in die Hände spielt. Ein weiteres Stichwort heißt Sicherheit.
auch und gerade vor dem Hintergrund einer älter werdenden Bevölkerung. Die Sicherheit hat aber im Baubereich zwei Dimensionen, die wir auch beide mit dem neuen Haushalt aufgreifen. Zum einen ist es die Stärkung des Sicherheitsgefühls. Das Zuschussprogramm Kriminalitätsprävention durch Einbruchssicherung haben wir noch einmal ausgebaut. 2017 geht dieses Programm mit 50 Millionen Euro an den Start. Die zweite Dimension ist das sichere Gefühl, möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können. Die SPD hat gekämpft für das Programm Altersgerecht umbauen. Insgesamt stehen uns nun 75 Millionen Euro zur Verfügung. Über dieses Programm können Gelder wie zum Beispiel einen rollstuhlgerechten Umbau der Wohnung oder ein seniorengerechtes Bad bei der KfW beantragt werden. Das Geld ist in jedem Fall gut investiert. Wir ermöglichen es damit, länger selbstbestimmt und sicher vertraut im Umfeld zu bleiben. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss uns ein Herzensanliegen sein. Im Fazit, wir haben mit dem Haushalt für das BMUB für das Jahr 2017 einen guten Ansatz geschaffen. Lassen Sie uns an die Umsetzung gehen. Und wir als Sozialdemokratie stehen für ein gutes Wohnen und natürlich in einem guten Umfeld und einem sicheren Klima. Herzlichen Dank. Danke schön. Jetzt hat Sven Christian Kindler, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.